Wir haben jetzt einmal gesehen, was alles so möglich ist, wenn man auch ein bisschen größer denkt. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück, schauen uns eher eine nackte DSpace-Instanz an, was man dort Schritt für Schritt tun muss, wenn man bestimmte Anpassungen machen möchte. Ich habe ein paar Einführungsfolien, die wir abgesprochenermaßen jetzt eher inhaltlich mit bei Eike eingeführt haben und trotzdem für den Gesamtkontext drin gelassen haben. Also halt zum Beispiel, was Entitäten sind, dass das ja kontextabhängig ist, ob man in der Philosophie oder in der IT unterwegs ist. Also wir nutzen das Konzept halt zur Datenmodellierung für Entitäten und Relationships und die einzelnen Entitäten haben dann eben diese Metadatenfelder, die sie beschreiben. Diese Entitäten werden über ein Metadatenfeld bestimmt, das heißt DSpaceEntity.type. Das erhält man automatisch in dem Moment, wo man einer bestimmten Collection, die einen Entity-Type hat, das Item hinzufügt. Dann erhält dieses Item dieses Metadatenfeld und dort steht wirklich im Wort dann eben drin, wie diese Entität heißt. Also Publikation oder Projekt oder Person. Das alles ist sehr praktisch, weil wir bisher natürlich Einschränkungen hatten durch die nicht-hierarchischen Metadatenstrukturen in DSpace. Jetzt können wir Metadaten wirklich dort speichern, wo auch ihr Bezugspunkt ist. Metadaten, die sich auf eine Person beziehen, können bei der Person gespeichert werden. Metadaten, die sich auf eine Publikation beziehen, können bei der Publikation gespeichert werden. Und das ist vor allem dann hilfreich, wenn Publikationen mehrere AutorInnen haben, also, um nur einen Anwendungsfall zu nennen. Das Schema haben wir jetzt schon gesehen. Das ist das Standard-Entitätenmodell out of the box in DSpace. Das ist auch das, womit wir heute hauptsächlich arbeiten werden. Eben eine komplette gegenseitige Vernetzung von diesen vier Hauptentitäten und dann eine Verkettung für Zeitschriften, Hefte, Zeitschriftenjahrgänge und Zeitschriften. Alternativ ein simpleres und stärker auf die Publikation fokussiertes Entitätenmodell, aber wie jetzt auch deutlich geworden ist, Falke, man kann alles damit machen. Ich habe jetzt hier einmal als Beispiel abgebildet das Entitätenmodell von der Goal-Datenbank, wo gestern ein Vortrag dazu war, wo eben auch ein ganz anderer Anwendungsfall war als bei jetzt einem Volltextrepositorium zum Beispiel. Steigen wir direkt ein mit der Aktivierung Schritt für Schritt. Es gibt viele Möglichkeiten, Entitäten zu nutzen, mit zunehmender Komplexität. Grundsätzlich kann man erstmal einfach die Entitäten aktivieren in DSpace, ohne Anpassungen und damit loslaufen. Das ist sehr unkompliziert. Man kann dann diese Entitäten auch erweitern um weitere Relationships oder wenn das auch nicht reicht, sagen, okay, wir fügen zusätzliche Entitäten hinzu. Um kurz einmal die verschiedenen Konfigurationsdateien aufzulisten, aber die werden auf den einzelnen Folien auch immer nochmal genannt, die wir brauchen. Die großen Schritte, die wir quasi machen, ist einmal die Entitäten und die Relationships modellieren, dann das DSpace Registry mit den nötigen Metadatenfeldern aktualisieren. Im nächsten Schritt die Submission in Verbindung mit den virtuellen Metadaten konfigurieren und im letzten Schritt, wenn nötig, die Discover- und Filter-Konfiguration anpassen. Ja, jetzt habe ich vergessen, dass ich auch Pfeiler eingefügt habe. Genau, also in der Reihenfolge machen wir das dann. Das ist jetzt der leichte Schritt. Wir sagen, das ist super schön, wie DSpace uns das anbietet. Das reicht uns auch. Dann gibt es diesen Initialisierungsbefehl, den kann man in der Backend-Konsole einmal ausführen lassen und dann ist das DSpace auch glücklich. Dann haben wir die Entitäten erstellt und wir können Collections mit entsprechenden Entitätentypen erstellen. Wichtig, für jeden Entitätstypen braucht es mindestens eine Collection, wo man dann diese Items hinzufügen kann. Wenn man das dann gemacht hat, ist man fertig und man kann sich mit Entitäten im System bewegen. Hier sieht man das jetzt einmal. Wenn man eine Collection anlegt, dann gibt es da unten dieses Metadatenfeld, das heißt Entity Type. Und dort hat man die Auswahl erstmal von diesem Standard-Entitätenmodell, welches wir gesehen haben. Kann man dann sagen, okay, ich brauche jetzt eine Collection für Projekte. Vielleicht will ich das mit den Journals erstmal gar nicht machen, dann erstelle ich dafür keine Collection. Dann sind sie zwar aktiviert im System, man könnte sie auch rauslöschen, aber solange man keine Sammlung erstellt hat, werden auch erstmal keine Items für Journal Volumes und so weiter erstellt. Diese Collections erhalten dann auch direkt die passende Eingabemaske. Das läuft in der Item Submission XML, wo man sieht, dass
die Collection Entity Types gemappt werden auf Submission Names. Das wird dann ein bisschen weiter unten im Dokument zusammengebaut. Das ist jetzt zum Beispiel der Submission-Prozess für Personen. Okay, wird erst eine Collection ausgewählt. Und dann diese Step-ID Person-Step, das ist der Formname, der in der Submission-Forms XML referenziert wird. Also wirklich dort, wo dann Schritt für Schritt aufgelistet wird, welche Metadatenfelder sollen ausgefüllt werden, repeatable, input type, sollen das Pflichtfelder werden oder nicht. Dort wird das definiert und hier wird eben festgelegt, okay, alle Collections mit dem Entity Type Person erhalten automatisch diese Eingabemaske. Die sind fertig da und in dem Moment, wo man diese Collections benutzt, werden die dann auch verwendet. Dann kommen wir schon zu dem, sag ich mal, mittleren Weg, dem mittelschweren Szenario. Das ist das, wo wir unser Hauptaugenmerk drauf richten werden. Man ist zufrieden mit der Entitätenauswahl für ein normales Volltext-Repositorium, aber man möchte noch weitere Relationships haben. In unseren Augen typisches Beispiel ist, dass man nicht nur AutorInnen verknüpfen möchte mit Publikationen, sondern auch eine Relationship für HerausgeberInnen haben möchte. Also können wir es hier formulieren als is editor of publication oder und als Gegenstück is publication of editor. Um diese Relationship hinzufügen zu müssen, gehen wir in die Datei, die das Entitäten-Relationship-Modell quasi modelliert, konfiguriert. Wir haben hier direkt oben die Entity-Types. Die haben auch keine eigene Konfigurationsdatei. In dem Moment, wo sie hier genannt werden und dann dieser Initialisierungsbefehl ausgeführt wird, werden die automatisch in der Datenbank sozusagen dann auch gespeichert. Dann haben wir hier den schon genannten Left-Word-Type und Right-Word-Type. Man kann die ja tatsächlich auch frei benennen, man muss es dann konsistent durchführen, aber es ist wirklich hilfreich, sich daran zu orientieren, wie das dort gemacht wird und das dann auch stringent durchzuhalten, weil wenn das irgendwo dann mal nicht genau identisch ist oder der falsche Type ausgewählt ist, dann funktioniert es schon nicht mehr richtig. Was wir hier auch noch haben, ist Kardinalitäten, die wir festlegen können, minimal und maximal. Standardmäßig ist das alles okay, minimal 0, maximal ist nicht definiert. Man könnte sich Szenarien überlegen, dass zum Beispiel bei Abschlussarbeiten minimal 2 GutachterInnen angegeben und verknüpft werden müssen oder maximal 1 Publisher. Also da könnte man ein bisschen schrauben, standardmäßig ist da eigentlich erstmal nichts vorgegeben. Und dann haben wir hier unten das Copy to Left. Das ist quasi das, was festlegt, dass die Metadaten bei Löschung der Relationship übernommen werden. Das hängt ja gerade eben mit den virtuellen Metadaten zusammen, dass wenn die Relationship verschwindet, nicht plötzlich auch die Informationen in der Publikation verschwinden, sondern dann eben übernommen werden. Genau. Hier haben wir eine ganz ähnliche Visualisierung, wie wir das auch eben schon gesehen haben. Man befindet sich quasi wirklich bei der Publikation, reicht die ein und man läuft über den Leftboard-Type, man nimmt die Person zu dem Publikationsdatensatz über den Leftboard-Type und nutzt den Relationship-Type is author of publication. Also das kann man versuchen, sich so ein bisschen zu merken oder sich das auch vielleicht nur so ein bisschen daneben zu halten, dass man das stringent durchzieht. Das ist nun mal das Konzept mit dem Left-Type und dem Right-Type. Genau. Es ist jetzt also naheliegend, zum Beispiel den Abschnitt für is author of publication zu nehmen, zu kopieren, einzufügen und das anzupassen, was man haben möchte. Weil hier ist schon etwas definiert, was wirklich auch zwischen Publikation und Person stattfindet und man braucht nur einen zusätzlichen Relationship-Type. Das ist dann weniger fehleranfällig, solange man tatsächlich daran denkt, die relevanten Stellen zu ändern. Hier ist es jetzt so der Left-Word-Type und der Right-Word-Type. Der nächste Schritt ist dann, die entsprechenden Metadatenfelder zu ergänzen. Das hängt damit zusammen, dass die Relationships ja tatsächlich in Metadatenfeldern gespeichert werden, die auch so heißen wie die Relationships. Und wenn wir neue Relationships hinzufügen, dann existiert erstmal automatisch kein Metadatenfeld, wo die gespeichert werden. Und das sind pro Relationship-Type immer 2 Metadatenfelder. Das sieht man hier. Das ist einmal das normale Relation is author of publication und dann in Relation
.isAuthorPublication.latestForDiscovery. Das ist nochmal eine Unterscheidung, die gemacht wird, um die Versionierung zu unterstützen, dass immer da die aktuelle Version verlinkt wird und dann auch discoverbar ist. Das macht DSpace dann automatisch. Wichtig ist, dass diese Felder existieren und dann auch angelegt werden können. Und so machen wir das dann auch. Also für ist Editor of Publication legen wir 2 Metadatenfelder an und für ist Publication of Editor auch. Das ist dann auch ganz nett, wenn man die Scope Note auch mit anpasst. Aber wichtig ist, die Felder werden angelegt. Dann, wichtig, die Konfigurationsdatei alleine ändert nicht die Auswahl der Entitäten im System. Da ist nämlich die Datenbank maßgebend. Das heißt, immer wenn wir etwas ändern am Entitäten- und Relationship-Modell, müssen wir neu diesen Entitäten-Initialisierungsbefehl machen, der quasi die Änderungen aus der Konfigurationsdatei in die Datenbank übernimmt. In diesem Fall eben eine zusätzliche Relationship. Und als zweiten Schritt müssen wir das Registry aktualisieren, weil das auch nicht einfach nur über die Konfigurationsdateien läuft, sondern eben in die Datenbank übernommen werden muss. Wenn wir diese beiden Befehle durchlaufen haben lassen, können wir die Relationship bereits benutzen. Und zwar, indem wir auf ein Item gehen, das bearbeiten, dann gibt es da diesen Reiter Beziehungen und dort sehen wir schon Relationship.isEditorPerson kann man auf Hinzufügen klicken. Und weil es jetzt auch keine neue Entität ist, haben wir dann auch direkt nur Personen zur Auswahl, weil wir ja quasi eine bestehende Konfiguration nachnutzen. Was natürlich auffällt, es ist jetzt hier noch kein Message Key dafür hinterlegt. Im Sprachkatalog muss man dann auch für die neue Relationship jeweils immer angeben, was soll da in menschlich nachvollziehbarer Sprache tatsächlich stehen. Da kann man sich auch sehr gut daran orientieren, was bei den anderen Stellen steht, bei den bestehenden Relationships. Genau. Also als Zwischenstand, wir haben Entitäten aktiviert mit dem Befehl, wir haben Relationships modelliert, wir haben die nötigen Metadatenfelder Relationships erstellt und wir haben auch Collections für diese Entitäten erstellt. Der nächste wichtige Schritt ist, und das ist ja das typische Szenario, man macht bei der Eingabemaske direkt die Verknüpfung. Man fügt also in unserem Szenario eine Publikation dem System hinzu und möchte bei der Eingabemaske direkt sagen, okay, hier, diese Personenentität möchte ich verknüpfen. In dieser Verbindung müssen wir dann auch die virtuellen Metadaten konfigurieren. Und dann als letzten Punkt sprechen wir auch über die zusätzlichen Entitäten, wenn man die hinzufügen möchte. Da geben wir aber eher einen Ausblick, weil das nochmal ein eigenes Komplexitätslevel ist, was dazu kommt. Die Umsetzung in der Eingabemaske findet üblicherweise, ich habe jetzt hier geschrieben, in der häufigeren Entität statt. Heißt, die beständigere Entität, das sind in diesem Fall die Personen. Da existiert schon ein relativ festes Set an Profilen, müssen zwar auch immer wieder welche hinzugefügt werden, aber in der Regel ist eine Person oder im Optimalfall ist eine Person schon vorhanden, wenn man jetzt zum Beispiel die Angehörigen von der Institution nimmt und eine Publikation kommt neu ins System und die verknüpft dann sozusagen die Person. Genau. Also brauchen wir dementsprechend ein Feld in der Submission Forms und müssen konfigurieren, welche virtuellen Metadaten dort dann auch tatsächlich angezeigt werden sollen. Hier sehen wir jetzt nochmal, was wir auch am Anfang gesehen haben, die Item Submission Forms XML. Item Submission XML. Für uns jetzt relevant ist ja der Collection Entity Type Publication. Und der sorgt auch für eine neue Submission Forms. Standardmäßig haben wir hier in der Zusammensetzung vor Traditional Page 2 noch eine Traditional Page 1, wo auch einfach nur, wir sehen das hier in dem Kasten rechts unten, ein normales One-Box-Feld haben, wo man den Namen von dem Autor oder der Autorin eingibt. Und in dem Moment, wo man eine Entität benutzt, wird automatisch eine andere Submission Form benutzt, wo hier links oben ein Metadatenfeld konfiguriert wird, wo man eben die Verknüpfung herstellen kann. Ich habe das jetzt einmal direkt für den Editor umgesetzt und die wichtigen Stellen beschriftet. Also wir müssen den Relationship Type angeben, den richtigen. In diesem Fall der Leftward Type. Dann haben wir direkt darunter die Search Configuration. Die können wir beibehalten, weil
Das referenziert sozusagen die Discovery XML und sagt, dass wenn wir jetzt hier ein Lookup öffnen, um eine Person zu verknüpfen, dass uns tatsächlich auch nur Personen angezeigt werden. Wenn wir jetzt eine andere Entität hätten, die das System ja noch gar nicht kennt, dann würde es uns hier, ohne dass wir da was konfigurieren, erstmal alle Items vorschlagen. Wir könnten dann trotzdem das Richtige raussuchen und verknüpfen. Das würde funktionieren, aber es ist natürlich sehr schwierig und fehleranfällig. Da kriegt man Collections vorgeschlagen, man kriegt Publikationen vorgeschlagen und wenn man die verknüpft, dann gibt es einen Fehler. Genau. Und dann haben wir bei dem Blog-Link Metadata Field, da wird das Metadatenfeld genannt, wo nicht die Beziehung gespeichert wird, sondern wo die virtuellen Metadaten dann angezeigt werden sollen. In dem Fall ja der Name von der Herausgeberin. So. Die virtuellen Metadaten wurden von Eike auch schon erklärt. Ich wiederhole es aber trotzdem, das kann gar nicht schaden. Diese virtuellen Metadaten übertragen die Metadaten aus anderen Entitäten, ohne diese doppelt zu speichern. Heißt, wir haben den Namen einer Organisationseinheit und der soll angezeigt werden in den ganzen Personenprofilen von den Personen, die zu dieser Organisationseinheit gehören. Wenn sich jetzt der Name der Organisationseinheit ändert, müsste man dann, würde man es anders machen, bei jeder Person diesen Namen anpassen. Kann man natürlich mit einem SQL-Skript dann relativ automatisch machen, aber es ist trotzdem erstmal ein Aufwand und es ist fehleranfällig. Stattdessen wird der Name übertragen, er wird virtuell gespeichert, also auch eher nur angezeigt. Und in dem Moment, wo man den Namen der Organisationseinheit ändert, wird es auch geändert bei der Person angezeigt. Hier können wir auch Verknüpfungen von Metadatenfeldern machen, weil Personennamen, die übertragen werden sollen, zum Beispiel naheliegend ist, dass man den Nachnamen und den Vornamen zusammenfügt und das übertragt. Weil bei der Person sind das zwei verschiedene Metadatenfelder. Oder dass man die Affiliation noch mit dran nimmt. Das Ganze wird hier gemacht in der Virtual Metadata XML. Die besteht aus drei Blöcken, sage ich mal. Einmal zu Beginn wird wirklich nur die einzelne Relationship, der Relationship-Type, den wir benutzen, der einzelne Leftword-Type oder Rightword-Type, gemappt mit einer Stelle, die weiter unten referenziert wird. Dann gibt es hier einen zweiten Abschnitt oben, die UtilMap, wo sozusagen einmal genannt wird, okay, um welches Metadatenfeld geht es, welches dann weiter unten definiert wird, mit welchen Metadatenfeldern von der verlinkten Entität soll das gefüllt werden. Hier in dem Fall ist es jetzt DC Contributor Offer, da soll der Name angezeigt werden. Und dann haben wir hier nochmal einen Value-Ref definiert, wo wieder egal ist, wie man es eigentlich nennt, solange man es einheitlich nachvollzieht. Aber ich empfehle, sich daran zu halten, wie das schematisch ungefähr aufgebaut ist. Und dann sieht man hier, okay, mit Kommas und Leerzeichen getrennt sollen erst Nachname, Vorname und dann Affiliation angezeigt werden. Und das sind dann auch die Stellen, die wir anpassen müssen. Das habe ich hier rot markiert für den Editor. Und habe es jetzt aber erstmal gleich gelassen. Man könnte auch sagen, okay, da sollen jetzt nur Nachname und Vorname angezeigt werden und nicht die Affiliation, wobei das ja eigentlich ganz sinnvoll so ist. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir hier so eine schöne Eingabemaske, wo hier über diese Lupensymbole dann die Verknüpfungen stattfinden können. Und das ist jetzt vom Layout hier nicht so schön, auch mit der deutschen Übersetzung, dass die Berufsbezeichnung ein bisschen rüberragt. Und wir sehen auch ganz oben, hier sind wieder Message Keys, die wir im Sprachkatalog noch vergeben müssen. Weil das ist eine neue Relationship und überall dort, wo sie benannt wird, wird sie erstmal noch nicht benannt, sondern es wird automatisch ein Message Key erstellt, den wir dann mit natürlicher Sprache hinterlegen müssen. Aber es funktioniert. Hier haben wir dann jetzt alle existierenden Personen im System aufgelistet. Dann suchen wir uns eine aus, die jetzt gerade da jetzt passt. Und da wird sie dann angezeigt. Können wir auch wieder entfernen oder eben noch mehr Personen verknüpfen. Wenn wir das dann speichern und auf die Kurzansicht gehen, sehen wir nichts. Dann sind hier erstmal natürlich noch keine Herausgeber, keine HerausgeberInnen aufgelistet, sondern nur die normalen Standardfelder, die dort eben konfiguriert sind für diese
Entität. Das ist etwas, was man dann auch selber anpassen möchte, wenn man möchte, dass hier auch die Editor zu sehen sind. Aber wenn wir in die Langanzeige gehen, sehen wir, okay, oben gibt es das Feld DC Contributor Editor. Das sieht für uns ganz normal aus, sorgt für keine Irritation, ist aber virtuell. Und dann haben wir eben unten die jeweils zwei Metadatenfelder für die Relationships. Einmal für den Autor, den ich verknüpft habe, und einmal für den Herausgeber. Und man sieht jetzt auch einmal das Metadatenfeld dspace.entity.type. Gut. Wenn man jetzt weitergehen möchte, also es gibt das Szenario, okay, die Entitäten sind alle ganz schön, aber ich habe einen besonderen Anwendungsfall und da brauche ich zusätzliche Entitäten, also Forschungsdaten, man möchte Fundings detaillierter abbilden, Publisher eine eigene Entität geben, Schriftsteller. Es gibt ganz viele Ideen. Wir haben ja auch einige jetzt gesehen beim Vortrag davor. Da muss man eben das Entitätenmodell erweitern. Das fängt auch wieder ganz normal damit an. Man muss in der Relationship Types das modellieren. Die neue gewünschte Entität nennt man dann einfach hier, wenn die Relationship Types definiert werden und dadurch wird es, wie gesagt, dann eben auch automatisch in der Datenbank ergänzt. Optimalerweise sollte man dann aber auch eine eigene Submission Forms dafür erstellen, weil da hat das System natürlich nicht vorausgedacht und uns die auch schon erstellt. Also in der Submission Forms eine Form passend für die neue Entität erstellen, wenn nötig auch das Registry dafür aktualisieren, für die Metadatenfelder, die man da haben möchte. Und in der Item Submission XML sozusagen den neuen Entity Type mappen von der Collection auf die Submission Form, die man erstellt hat. Ansonsten ist es das gleiche Vorgehen wie auch bei den anderen Schritten. Also man muss das Registry für die Metadatenfelder für die Relationships aktualisieren und so weiter. Der zweite große Knackpunkt sind die Item Pages. Für Entitäten greifen im Angular die Typed Item Pages statt der Untyped Item Page, sodass man für jede Entität sozusagen eine passende Kurzansicht sich konfigurieren kann. Und für eine neue Entität greifen dann erstmal die normalen Standard-Metadatenfelder wie DC-Title und DC-Contributor.author, die aber oft auch gar nicht benutzt werden bei einer neuen Entität. Sodass je größer die Abweichung des Metadatenschemas ist, desto leerer ist dann natürlich erstmal die Standard-Item-Page. Also hier hat man ein großes Interesse, dann dementsprechend auch die Anpassungen im Angular zu machen. Und der dritte Ausblick, was nötig ist, ist das Discovery-User-Interface. Überall dort, wo Entitäten verknüpft werden, wo man Suchfilter, Suchfacetten, Sortieroptionen haben möchte, die mit diesen Relationships und Entitäten zusammenhängen, die man neu hinzugefügt hat, muss man die Discovery-XML anfassen und dort die entsprechende Suchkonfiguration mit verlinken. Das war erstmal der Durchmarsch mit dem Fokus darauf, was man tun muss, wenn man eine Relationship ergänzen möchte. Wir hätten jetzt Zeit für noch ein paar Fragen und danach machen wir nochmal eine spannende Live-Demo, gerne etwas interaktiver dann, wo wir mal ein bisschen durchspielen, was man wo anpassen und wo es vielleicht Bugs gibt.